Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mit einer weiteren Folge von Ask Kong sind meine Pokémon gut für mein Level. Und langsam wird's echt zäh. Immer dasselbe und ihr wisst, ich bin eh nicht so begeistert von dem Format. Ich habe echt keine Ahnung, wie dieser Trend entstanden ist, aber auf einmal kam diese krasse Welle. Und ich kann einfach nicht Nein sagen, also. Deswegen ziehen wir das jetzt auch durch, bis alle drankommen und dann war's es hoffentlich. Also ab und zu, diese Frage ist schon okay, aber jetzt diese paar hundert Nachrichten. Das war echt übertrieben. Vor allem die meisten von euch wollen eh nur im Video kurz erwähnt werden. Da könnt ihr eigentlich auch irgendwas anderes schicken. Also paar von euch haben schon was versucht und andere Sachen geschickt und Hashtag neuer Trend und sowas. Finde ich echt cool. Hoffentlich war es dann echt erstmal für eine Weile mit diesen, sind die Pokémon gut für mein Level. Und hoffentlich kommt dann irgendwas Neues, was mehr Spaß macht, was mehr Sinn macht. Aber legen wir jetzt los, weil ich habe jetzt alle Nachrichten beantwortet. Ich habe jetzt alle von euren Anfragen abgespeichert und das ist echt eine Menge. Ich habe jetzt nichts mehr auf Instagram, aber dafür jetzt hier alles abgespeichert und die müssen jetzt erstmal alle ins Video verarbeitet werden. Das heißt, und bei jedem, der jetzt ein Smiley und einen Daumen hoch bekommen hat, das heißt nur, dass ich eure Nachricht habe und abgespeichert habe hier. Aber wann das ins Video kommt, weiß ich noch nicht. Das heißt nicht, dass ihr im nächsten Video seid. Also haltet eure Augen offen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum ersten und zwar Lerger. 24. Kein Kommentar. Ich grüße dich, aber echt kein Kommentar zu Level 24 mehr. Dafür haben wir echt nicht mehr die Zeit und Lust. Level ein bisschen und dann kommt es schon. MT6. Pushen oder nicht pushen? Ich kann leider die WP nicht erkennen, aber 100% auf jeden Fall. Kann man immer gebrauchen, ein 100%. Machen wir mal. Sebi, Level 31. Sieht sehr gut aus. 4 Dragons. Ein Despotar, alle über 3000, Heiterga mit dabei, Galaxo mit dabei, sehr guter Mix. Vielleicht fehlt ein Rizeros, ein Garados fehlt auch, aber ansonsten sehr top. So, von nicht ein Typ 22, Level 38, also Pokémon bereits auf Max. 100% Dragon auf Max, stabile Ausbeute würde ich sagen hier. Nur 9 Pokémon, nur 8 Pokémon meine ich, über 3000. Ist ein bisschen schwach, weil was hast du da beim alten Arena-System gemacht? Oder zumindest hier in München, beim alten Arena-System konntest du mit Pokémon unter 3000 gar nichts anfangen. Konntest du an letzter Stelle reinsetzen, also dementsprechend so hättest du hier in München zumindest nie deine 10 Arenen gehabt. Deswegen für 38 ist das ein bisschen schwach, aber das Dragon auf jeden Fall saftig. Dann von Consti, 32. Alles mit dabei, Dragoran, Despotar, Lizaros, Galaxo, Garados, Aquana, sieht gut aus. Stabiler Mix, viel über 3000, 2, 3 ungefähr, knapp an der 3000. IV-technisch kann ich nur das Dragoran erkennen, mit 91. Und die Garados, aber die sind jetzt nicht so relevant. Auf jeden Fall sehr stabil. Dann von Sokol, 98 Aktos, wollte ja drankommen im Video kurz. Hiermit bist du dran gekommen und erwähnt worden. Dann von Tobias. Irgendeine Frage, Moment. Despotar, WP 2858, 91%. Pushen, ja, nein, Level 34. Kein besseres Lavita und Bonbons als Dorfspieler auch leider nicht in Übermengen. Ja, pushen. Er braucht eine Antwort, um gegen Entei anzukommen. Auf jeden Fall pushen. Despotar immer top, wenn das dein Bestes ist. Und der ist schon bereits relativ hoch. Dann von irgendeinem aus Facebook, Name zensiert, Level auch unbekannt, leider, aber sieht gut aus, Shiny Garados mit dabei, über 3000, schwaches Garados, also schlechte IV Garados, schlechte IV Rizeros, aber was heißt schlecht, also nicht die besten, aber ist okay. Paar Dragons, Despotas, 93 ist top, noch ein 93er, Galaxo, Heiterga, Lugia, guter Mix, 96 Lugia, guter Mix, gute WP. Gute Pokémon. Ivy ist auch okay. Also top. Wer auch immer du bist. Und dann von Franz oder Franz. Level 35. 100er Dragon sehe ich hier direkt. 98 Lizaros. Auch hier guter Mix. Galaxo mit dabei, Dragon mit dabei. Aquana, Heiterga, Lavados, Zapdos 98. Giovat sehe ich da auch noch. Der Mix ist okay. Ivy ist auch top. 100, 91, 98, 96, 93. Top. Despotar mit dabei, Dragoran, alle wichtigen, also sieht gut aus. WP ist auch top, über 3000 viele.
Aquana knapp unter 3000, Heidegger knapp unter 3000. Das Geowatts auch gut gemaxt, fast auf Max, also gut gepusht meinte ich. Dann von Fabio, Level 36 Dorfspieler. 100er Despotar, Top, Dragon 98, Galaxy 100, Gyarados 100, 98, 93, 96. Nur das letzte Gyarados ein bisschen schlecht mit 87, Dragon, also auch hier. Weiter unten noch Despotar und Lizaros und Zapdos. Guter Mix, guter IV, gute Pokémon, gute WP. Auf jeden Fall gut, vor allem für Dorfspieler. Dann von John, Level 33. Auch hier direkt 100er Despotar, sehr saftig. Viele Dragonans, IV technisch nicht so top, aber die sind wild gefangen. Steht da und nehme ich mal an. Gyarados 67, schwach. Und ein paar Gyarados. Oh, 84, okay. Top-Pokémon. Also gute Pokémon bei den Tops. Und dann, da bei den Gyarados wird es ein bisschen schwach. Vor allem für Level 33. Er ist gut. Mit Potenzial nach oben. Dann von Noel. Level 35. 100er Dragon 2. 198er. 96er Lugia. Galaxo mit dabei. Despotar mit dabei. Lizaros mit dabei. 100er Gyarados. 93 Lizaros. Guter Mix. Klasse Pokémon. Stabile WP. Top. Dann von Cedric. Level 29. IV ist unbekannt, außer von Despotar 84, das ist ein bisschen schwach. WP-technisch auch ein bisschen schwach. Und das einzig Gute ist ein guter Mix, aber Level 29, mach dir keine Gedanken und level ein bisschen. Dann von Janosch, 31, er sagt nicht so geil, oder? Das werden wir jetzt sehen. Lugia 91, Dragoran 89, Despotar 82. Gute Galaxo mit dabei, guter Mix. Heiteras mit dabei, Gizaros, Despotar, Dragoran, Gyarados, also von jedem was. Lugia auch. WP technisch ist auch okay, also ist besser als du dachtest. Dann von Noah, 34, Dorfspieler. Auch hier Dragonlance, Despotars, Lizaros, Gyarados, Galaxo, Aquana, Lavados 98, sehr nice. WP technisch ganz bisschen unter dem Durchschnitt, bisschen schwach. Aber momentan ist WP eh kein Faktor, also es geht schon. Wild, gefangen, ist nicht schlecht, das Dragonlance. Despotar 98 auf jeden Fall Max pushen. Dann von Jojo. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass schon mehrere Jojos dran gekommen sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Zeit derselbe. Level 32 könnte auch noch pushen. Sehr gut. Aber ihr wisst immer warten und sparen. Dragoran, Despotar, Gyarados, Heiterga, Galaxo, Shiny Gyarados, Aquana, Zapdos da unten irgendwo noch ein Despotar. Der Mix ist gut. Die IVs sind stabil, nicht die besten. Aber ist okay. Von Leandro, frisch 30 geworden, Glückwunsch. Gut oder nicht? Despotar 2, ein Dragoran, Gyarados, 2 Gizaros, Galaxo, 2 Aquana. Guter Mix, IV ist auch okay. Und WP auch gut für Level 30, also ist gut. Als nächstes Luca, und zwar hat er die Frage, ob er sein Entei pushen soll. Und genau wie bei den Vögeln, das Video habe ich vorhin hochgeladen. Schaut das nochmal an, checkt das ab. Und zwar wartet bis der weg ist und dann pusht den besten, den ihr zu dem Zeitpunkt habt, wo die weg sind, also am Ende des Monats. Also am Ende des Monats, wenn Ente weggeht, pusht dann den besten, den ihr habt. Und ja, das ist mein Tipp so. Davon Luca, 32, 3 Despotar, 98 Lugia, 2 Dragoran, 2 Galaxo, 100er Gyarados, top. Elias, 39, Kleinstadtspieler. Ja, was soll ich dazu sagen, Mann, 39. Ich sehe nur alles über 3000, Dragoran 100 und Gizaros 96, der Rest top, 2 Despotar auf Max gepusht, alles Max, alles top, was willst du hören? Malte, Level 33 Dorfspieler, 100k, Heiterga, ich hoffe mal, das ist 100%, aber MFG, jetzt weiß ich, was das heißt, irgendwas von Spieletrend, Dragoran 98 top, was, 33? Auf jeden Fall sehr schwach für Level 33, aber coole Pokémon. Just Call Me Sven, Level 37 Dorfspieler, absolut wenig Sternstaub. Kennt das Problem nicht. Okay, 100, 100, 100, 100, 100 sehe ich nur. Top Pokémon, Top IVs, Top WP, Daumen hoch. Pokémon Go Malle, der war gestern schon mal dran, aber egal. Zwar hat er zwei Push-Fragen, soll ich das... Achso, nee. Eine Push-Frage hat er, die andere haben wir schon beantwortet. Die zweite ist,
Lugia 82% pushen, ja oder nein? Nein. Mogels, Level 32. 3 Dragoran, 2 Despotar, Galaxo, Hyterga, Gagados, Aquana. Guter Mix, gute IVs, 98, 98, 96. Despotar ist ein bisschen schwächer, 89 der beste. Aber guter Mix, relativ gute IVs und WPs sind auch okay. Top für 32. Was vielleicht fehlt, ist ein Lizaros oder so. Aber der ist jetzt momentan nicht notwendig. Oder? Ja, gegen Entei, aber geht schon. Nochmal Sebi, also ich habe auch das Gefühl, dass mehrere Sebis schon dran waren. Level 31. 4 Dragonans, 2 Despotar, Galaxo, Hyterga, Aquana, also auch wieder ein solider Mix. Keine Ahnung, was mit den Gyarados ist. Eigentlich müsste da jeder einer haben. Lizaros fehlt auch. Aber ansonsten top. Dann von Fabi. 100er Despotar gefangen heute. Glückwunsch, Shoutout, Winner. 33 Torspieler. Sternstaub-Sparmodus, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ah, auch hier ein guter Mix. Lizaros dabei, Gyarados, Galaxo, Dragoran, Lizaros. Habe ich schon gesagt, Aquana, Lavados, genau 3000. Sieht cool aus. Ah, was? 33. Bisschen schwach für 33, aber er ist auf Sternstaub-Sparmodus, also top. Das gefällt mir. Ah, Black Storm. Okay. Den hatten wir, glaube ich, aber auch schon. Langsam kommen mir die Namen irgendwie immer wieder bekannt vor. Aber egal. Level 34. Shiny Gyarados 91, nicht schlecht. Ich wünschte, ich hätte irgendeinen annähernd über 80. 2 Dragoran. Keine Ahnung, wie einer 93 haben kann und der andere 94. Aber okay. Despotar ist auch okay. Sehr solide, die drei. Da oben. Galaxo 90. Keine Ahnung, wie der 90 haben kann und das Gyarados daneben 91. Aber okay. Lugia über 3000. Ja, sehr, gefällt mir auf jeden Fall. Was fehlt? Keine Ahnung, Lizaros. Lizaros sollte eigentlich immer einer vorhanden sein, ansonsten. Hyterga, ja, schauen wir mal. Justerberry, sind die Pokémon gut für 32? Ein Relaxo-Freund. Er hat nur Relaxos irgendwie. 100er, sehr saftig, ansonsten eigentlich nicht, nein, da fehlt die gewisse Varianz, also nur mit Relaxos allein. Kommt man nicht weit, auch wenn die cool sind. So, als nächstes Pokémon for Everyone. Level 29 Dorfspieler. Galaxo ist nice. Ist schwach für Level 29, aber Bonus, weil er Dorfspieler ist. Also ist okay, würde ich sagen. Als nächstes haben wir ICQ 15. Level 35, sehr gute Pokémon. 100 Galaxo, 100 Despotar, 100 Dragoran, 98 Despotar. Krasse Pokémon. Die kannst du alle auf Max pushen. Wenn du mal 38 erreichst. Dann von Henry. 28. Guter Mix. Ein Dragoran, ein Despotar. Parizeros, Gyarados, Aquana mit dabei. Für 28 schon nicht schlecht. Und ja, mehr will ich zu 28 nicht sagen. Geh ein bisschen leveln. Und dann komm nochmal wieder. Greenstar, 13, 37. Level 32. 100er Dragoran, sehr nice. Glückwunsch, Max 10. 98 Relaxo, auch sehr nice, Max 10. Ansonsten ist okay für Level 32. Die WPs sind ein bisschen schwach nach den Gyaradosen. Aber solide Pokémon. Despotar 89 ist auch okay. Und ihr wisst, WPs sind momentan nicht alles. Dann als nächstes von Ali. Level 33. Ich sehe hier nur 100, also top. Ich sehe nur 100, 100, 100, 100. Und als nächstes von Sweat Bulls. Und zwar fragt er, soll ich 98 IV Despotar mit 20,92 auch noch pushen oder lohnt sich das nicht? 20,92. 98%. Ja, push. Also ich will mir 12 Despotars machen. 6 mit bis Steinkante und 6 mit bis Knirsche. Also push. Als nächstes von Stefan. Zusatzfrage. Lugia und Lavados habe ich keine, wo der Angriffswert 15 und die IV 91 plus ist. Allerdings einige mit Angriffswert 15. Aber IV unter 91. Dafür teilweise viel mehr WP als die 91. Was pusht man? Die mit Angriff 15 oder die mit mehr WP? Ich dachte, die mit Angriff 15 haben die mit mehr WP. Ja, ja, das ist doch dasselbe. Er schreibt, dass seine Pokémon, die Angriff 15 haben, mehr WP haben. Und dann fragt er, welche soll er pushen? Die mit Angriff 15 oder die mit mehr WP? Ich dachte, die mit Angriff 15 haben mehr WP. Push, was du willst in dem Fall. Du verwirrst mich. Dann von Luffy, Level 39, saftig. 100er, 96, 92, 93, 96, 91, 90, was auch immer das sein soll, 87, 96, ja, saftig. Ah, von Ben,
35 Torspieler. Das zweite Dragon hat 77. Habe ich aus Frust entwickelt. Alles klar. 100er Dragon, nice. 98, 93, 91. Alles gut, alles mit dabei. Hytera ist auch mit dabei irgendwo unten. Viele Gyarados. Verständlich. Ein Aquana sogar, also. Nur das Despotar fehlt. Aber da fehlt wahrscheinlich die gute IV. Das kenne ich. Habe auch ends lang keinen gehabt, also. Viel Erfolg da noch. Dann von Katja. Level 37. Übrigens, glaube ich, das erste Mädchen. Despotar 96, top. Auf fast Max. 100er Gyarados, 91er Gyarados, 91er Gelaxo. 3172, sehr, sehr nice. 98 Hytera, auch sehr nice. 100er Gelaxo. Mein Gott, besser als ich. Aquana, guter Mix. Vizaros fehlt in dem Beispiel und Dragoan. Hat sie, glaube ich, geschrieben, dass sie kein gutes Dratini hat. Bisher kenne ich. Ich habe auch eine Freundin, die sucht schon seit Ewigkeit nach einem guten Dratini. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut für 37. Und auch alles Wichtige vorhanden. Nur, wie gesagt, Dragoan fehlt noch von den Wichtigen und vielleicht Vizaros, aber hauptsächlich Dragoan. Aber den kriegst du schon irgendwann. So, kommen wir zum letzten für heute. Und zwar von Daniel. Level 39. Kleinster Spieler. Und das merkt man auch, um ehrlich zu sein. Für Level 39 ist das relativ schwach. Also die Pokémon sind top. Aber im alten Arena-System hätte er zum Beispiel bei uns gar keine Chance gehabt in München. Aber er ist ja Kleinstadt-Spieler. Weil er hat gerade mal 7, nur über 3000. Wobei Aquana bei uns zum Beispiel, Aquana und Hytera im alten Arena-System waren bereits fast an der Grenze, wo die nicht mehr in die Arena gesetzt werden konnten. So hoch waren die Pokémon bei uns. Da hat es echt bei 3-2, manchmal sogar 3-3 angefangen. Also so läuft es bei uns hier ab. Oder lief es ab im alten Arena-System. Aber ansonsten 98 Despotar top, 100 Dragoan top, 96 Zapdos. Also 6 verschiedene Pokémon, alles mit dabei, außer Gelaxo. Also eigentlich top. Geowatz auch gut. 100er Max ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Machomai ist auch dabei. Gut, sehr gute Pokémon. WP-technisch ein bisschen schwach, aber momentan ist das eh vollkommen irrelevant. 98 Hytera, also IVs alle top. Sehr gute Pokémon. Aber das war's. Wie immer könnt ihr alle eure Fragen unten in die Kommentare schreiben. Oder an Facebook, Instagram oder Twitter. Wobei Twitter dieses nicht markieren, sondern mir eine Nachricht schicken, weil dieses markieren, da kann ich keine Screenshots machen. Aber hoffentlich kommen jetzt keine Fragen mehr, wo ich überhaupt Screenshot machen muss. Also hoffentlich kommt keine Frage mehr mit diesen, wie gut sind meine Pokémon. Sondern andere Sachen. Bitte stellt andere Fragen, nicht mehr dieses. Hoffentlich startet jetzt ein neuer Trend, irgendwas anderes. Weil das reicht echt und ist echt eigentlich vollkommen sinnlos. Aber freut mich trotzdem, dass es euch so gefällt. Und wenn es euch eine Freude macht, dann werde ich jetzt eh noch alle beantworten. Und dann kommt, wie gesagt, hoffentlich was Neues. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Wie gesagt, folgt mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.